Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute möchte ich euch gerne den von mir schon angekündigten Holzfüller zeigen von meinem Kumpel Christoph, der mir auch schon viele, viele schöne Sachen zugeschickt hat zum Reviewen und darunter auch die beiden Star Wars, Cross-Star Wars-Füller. Von dem ich ihm diesen hier abgekauft habe, weil er einfach so schön ist, weil er einfach so gut ist. Und dieses Mal hat er mir einen Holzfüller zugeschickt gehabt, einen, den er selbst gedrechselt hat. Und das ist eine ziemlich coole Sache, finde ich, weil man hat hier so viele, also schier unendliche Möglichkeiten, sich einen eigenen Füller zusammenzustellen und sich auch anfertigen zu lassen. Ja? Also wenn man das natürlich kann und eine Drechselmaschine hat, geht das natürlich. Ansonsten müsste man dafür vielleicht viel, viel schleifen und wie auch immer. Ja? Also ist ziemlich geil, weil dieser Füller oder diese Füller, die bestehen aus quasi eingekauften Teilen, die zusammengebaut sind und bearbeitet wurden. Und ich habe immer so einen Link angeschaut, den er mir geschickt hat, der liebe Christoph, und von Hölzern. Und ich werde mir demnächst auch mal einen von ihm quasi drechseln lassen. Einen aus Ebenholz, aus richtig schönem Ebenholz, weil ich liebe Ebenholz. Ja, also, einige von euch wissen es, ich spiele ja auch Gitarre und ich habe eine Gibson Les Paul Custom mit einem Ebenholz-Griffbrett. Ich habe ein Taschenmesser von Laguiole mit, also ich glaube, ich habe jetzt den Namen richtig ausgesprochen. Auch mit einem richtig schönen schwarzen, richtig feinporigen Ebenholzgriff. Und da habe ich mir gesagt, hey, ich fand jetzt im Test diesen Füller so schön, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt den Füller reviewt habe und jetzt zurückschicke, dann guck doch mal, ob du vielleicht für mich einen aus Ebenholz anfertigen kannst, ja. Und da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, nicht nur Ebenholz, nicht nur Palisander oder viele Ahornsorten, Kirsche, Walnuss, was auch immer. Und da gibt es so unfassbar viele Zierhölzer, die schön sind, die man alle verwenden kann, um ein absolutes Unikat sich herstellen zu lassen oder sich selbst herzustellen, ja. Und der Füller besteht so im, also Kappe und Korpus bestehen aus Zierikote. Ja, das hat er dann geschliffen mit einem 320 bis 300 bis 3000er Schleifpapier. Der Clip hier, der ist aus Sterling Silber, wie er mir geschrieben hat. Ja, und ist eine Kappe zum Aufschrauben. Ja, darunter verbirgt sich dann eine sehr, sehr schöne Bockfeder in M. Ja, die einen schönen großen Tintenleiter hat. Und jetzt muss ich kurz gucken. Ich glaube nämlich, das dürfte dann auch der gleiche Tintenleiter sein, wie ich ihn auch habe bei meinem Caveco Supra. Ja, wenn man so vergleicht. Links der Supra, rechts ist dann der Zeitwerk, wie er den Füller genannt hat. Oder Zweitwerk. Und wenn ich jetzt hier umdrehe, kann man das sehen. Das ist der identische Tintenleiter. Ja? Also die Teile sind einzeln eingekauft und dann zusammengesetzt. Ja? Und da sieht man auch, dass Caveco Bockfedern verwendet. Ja, die Stifthülsen, die sind aus Messing. Das Ganze hat er dann auch verklebt mit so einem PU-Kleber. Und für das Holzfinish hat er sich entschieden für ein Pen Finish Gloss, ne? Also es ist also nicht einfach nur geschliffen, sondern auch so ein bisschen so lackiert, kann man sagen. Das Griffstück ist schön, das hat guten Grip, kann man sagen. Ist gefertigt aus einem 6 mm Palladium Nickel Stück, ja, seidenmatt, was gut ist, weil
selbst mit schwitzigen Händen hat man hier gut Halt. Und ja, diese Sektion hier, kann man sagen, neigt auch nicht unbedingt so zu sehr für Fingerdatscher, ne? Also man sieht es hier, man sieht nichts und es ist auch gut so und es ist auch geil, ne? Also wie gesagt, die Feder ist eine 250er Triple Stahl in Blank, in der Stärke M. Und ja, und wie der Füller schreibt, zeige ich euch natürlich auch. Ja, Kapp ist übrigens nicht aufsteckbar, ist vom Design her nicht so gewünscht gewesen, ja, aber der Füller ist auch lang genug, wie man jetzt hier sieht, dass man den in der Hand auch so halten kann. Ja. Okay, also, das hier, das ist der Zweitwerk, ja, das ist das Modell, wie es halt heißt, der Zweitwerk, mit einer Medium-Feder, ja, Bock, Stahl, und ja, die Tinte ist Mont Blanc Toffee Brown. Ja, das ist die Tinte, die er mir in dem Konverter mitgeschickt hat, aus einer Probe, die ich ihm wiederum geschickt habe, ja. 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 Als kleinen ja, Testsatz. Diesmal sogar passend. Ja, die Feder ist gut bearbeitet, muss ich sagen. Ja, also ich höre ein gewisses Feedback. Aber es ist, und das möchte ich ganz klar betonen, weil es gibt ein paar Leute bei euch, die für die ist Feedback auch schon schlimm. Ne? Die verwechseln Feedback mit Kratzen. Ja? Feedback ist das Geräusch der Feder auf dem Papier. Und Kratzen ist, und das sage ich wieder mal, ist, wenn mit der Feder etwas nicht stimmt und die sich beim Schreiben, beim Benutzen ins Papier hinein beißt, richtig reinkratzt, ja. Das merkt man dann auch, dann hat man irgendwann so kleine Fransen hier in der Feder und das ist scheiße und verändert dann auch das Schriftbild und so, macht keinen Spaß. Und Feedback ist was anderes, ja, wenn man das möchte, kann man die auch noch so ein bisschen aussmoothen, ja, mit Micromesh zum Beispiel oder mit einer, ja, was auch immer man hat, ne? So zum Beispiel ein Schleifblock aus der Drogerie. Ja, liebe Jungs, alle, die eine Frau haben, die wissen, fragt am besten die können euch sagen, was ich meine. Ja, das sind so Schaumstoff, ja, Quader, kann man sagen, mit einem anderen Schleifgrad auf jeder Seite. So. Und ja. Wie gesagt, die Feder hat Feedback, aber sie kratzt nicht. Was so die Verarbeitungsqualität angeht, ne, von dem Füller, muss ich sagen, man merkt, also die Teile, die der Christoph da gekauft hat, das sind keine billigen. Das sind keine billigen Teile und das merkt man auch, wenn man den Füller auseinanderschraubt. Es sind hochwertige Teile, die natürlich auch entsprechend kosten. Ja, also ich weiß nicht, ich denke mal, wenn man so einen Füller bei ihm in Auftrag gibt, ne, das kann man mir nicht auch machen. Er macht es zwar nur als Hobby, ne, aber wer sowas möchte, wer mal so einen Holzfüller haben möchte von ihm, da gibt es mehrere Varianten, welche Korpusform, welches Holz, mit Kappenband, ohne Kappenband, mit Clip, ohne Clip. Welche Farbe, welche Form, dies und das. Also man kann alles richtig konfigurieren, so wie man das haben möchte. Der Christoph, der macht euch das dann auch, ja. Und das werde ich auch selbst herausfinden, wenn ich demnächst meinen eigenen, ja, Füller, meinen aus Ebenholz bei ihm anfertigen lasse. Und dann, ja, werde ich natürlich auch nochmal reviewen von seiner Arbeit. Er hat mich zwischendurch gefragt, wie ich den Füller finde, qualitativ und so. Und ich find's gut.
Er hat es sehr, sehr gut gemacht. Es ist alles hervorragend gedrechselt, sehr, sehr gut geschliffen. Von der Lackierarbeit hier auch sehr, sehr gut gemacht. Ich erkenne keine Lacknasen oder so. Also da hat der Christoph eine wirklich, wirklich gute Arbeit gemacht. Ja, auch die Teile hier, die sind gut verarbeitet. Ja, an der Kappe, der Clip, der ist schön gefedert und hier wackelt nichts, das sitzt alles fest. Es ist wunderbar, ja. So, und um natürlich auch den Füller so von der Größe her zu vergleichen, ich zeige euch erstmal so ein paar Standardgrößenfüller, damit ihr mal so seht, in welcher Baustelle ihr da so seid, ne? So ein paar Standardgrößenfüller, der Lamy 2000, der Lamy All-Star, der Turisby Eco, warum nicht, hier der Lamy 2000, ich habe ihn ja schon benannt, und eine Caveco Supra aus Messing, ja, verglichen mit ein paar anderen Füllergrößen, na, zum Beispiel hier mit einem Visconti Homo Sapien, dann hier mit einem Pelikan M1000, einem Cross Star Wars, ja, und ja, warum nicht, ich werde ihn sowieso demnächst zeigen, also kann ich noch mal gucken. Der Lamy Artus, Schulfüller aus den 60ern, zugeschickt vom verrückten Stefan aus meiner Selbsthilfegruppe, ja. Und da kann man gleich sehen, wo dann die Reise hingeht, um euch die Tinte selbst mal zu zeigen. Ja, gehört ja auch mit dazu. Haben wir einmal hier Mont Blanc Toffee Brown, verglichen mit Monteverdi Canyon Rust, ja, Kobi Nummer 39, Kobi Renga, ist eher so ein Ziegelsteinbraun, Ziegelsteinrot, wie auch immer. Dann hier Diamine Espresso, Diamine Cherry Sunburst, Diamine Warm Brown, Monteverdi Emotions Joy, Diamine Tobacco Sunburst, Pelikan Edelstein Smoky Quartz, Online Chocolat und Rohrer und Klinger Kastanienbraun. Ja, ist, wie ich finde, doch ein guter Match zu dem Füller. Wunderbar. Kriegt er auch wieder voll beladen, natürlich wieder zurückgeschickt, ist doch klar. Okay, Freunde. Der Sonderwunsch von einem meiner Abonnenten, die Füller auch mal so zu zeigen, wird jetzt nicht einfach werden, ne? Mit den Federgrößen, zumal ich auch nicht so ein Tray habe, so eine Vorrichtung, wo man die Füller hinein, also hier drauflegen kann und so, aber egal, ich werde es trotzdem versuchen, mit der Feder eines Twisby Eco, dann ja, schon vorhin gezeigt, der Caveco Supra, immer eine kleine Pelikanfeder vom Cross Star Wars, dann, ja, warum nicht, hier noch die Lamy All-Star Feder, ne? Ich denke, das sollte genügen. Ja, manchmal kommt es auf die Größe drauf an. Meistens aber nicht. Ja. Immer diese Witze, immer diese Sprüche. Okay, Freunde. Also, ja, damit wäre ich auch schon wieder am Ende von dem Review vom Zweitwerk Füller aus Terrikotte, hergestellt in Handarbeit zu Hause selbst von Christoph. Christoph ist auch übrigens, ich habe ihn jetzt nicht gefragt, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich sage es jetzt trotzdem. Der liebe Christoph, der ist auch in der Füllerbubble, und zwar heißt er dort Kriege.
also C-R-I, ich glaube C-K-E. Also da kann man ihn auch anschreiben, wenn man das möchte. Und ja, okay, Freunde. Also, wie gesagt, das war schon wieder für heute. Schöner Füller, wunderbarer Füller, an den kann man sich gewöhnen. Man kann ihn auch ausstatten mit einer Goldfeder, wenn man das möchte. Kostet halt wiederum mehr, ne? Aber egal, wenn man das alles gescheit haben möchte, muss man auch bereit sein, einen gewissen Preis dafür zu bezahlen. Ist made in Germany, ja, kriegt man in keinem Online-Shop, in keinem Laden. Ne? Die Rohlinge natürlich, klar, aber was die Bearbeitung betrifft, kriegt das jeder so gemacht, wie er es haben will und nicht anders. Ne? Er bekommt den Füller auch erst dann zugeschickt, wenn der Kunde sagt, alles klar, ich bin zufrieden. Okay? Gut, also dann, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen? Dann fragt sehr gerne. Ansonsten auch gerne kommentieren, liken. Folgt mir auch auf Instagram, ne? Ich bin auch auf Instagram. Und dann bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.